Hallo und herzlich willkommen zurück zu CK3 mit unserem halbtoten Kaiser Sebastiano. Wir werden jetzt natürlich noch einmal Giuditta verheiraten mit Robert de Beaumont oder Robert de Beaumont, je nachdem, wie man es möchte. Dem Enkel des englischen Königs Clemens. Dem Bruder des Herzogs von Kent unter anderem. Er hat auch einen Anspruch auf das Königreich von England. Maybe. So, wir haben ein neues Hofartefakt. Stimmt, da war ja was, der Kelch. Ne? Ach, das war der hier. Ja gut, der ist es ja. Das reißt uns ja jetzt nicht vom Hocker, I guess. So, wir haben noch einen Bildungsvorzug. Wir machen noch mal wissenschaftlich den Fortschritt beim Kulturinteresse. Ciano, unser Enkel. Ach, da das Antoniusfeuer, okay. Möchte einen Vormund haben. Wie wär's mit unserem Seneschall? Wir haben hier Bürgermeisterin Teresa, für die kriegen wir 15 Gold. Ja, herrlich. Und Gräfin Adelheid von Neuchâtel leistet Eide, bringt Geschmeide. Wonderful. Ja, das glaube ich nicht, dass der das erben wird. Ne? So, und ich würde sagen, wir investieren noch einmal in Rom. Wir investieren in Tivoli. Und wir investieren in Florenz. Und wir investieren in Siena. Ne? Ich meine, wir könnten hier auch noch mal durchgehen. Okay. Warum auch immer, aber ist so. Okay. Wer hat so Blödsinn denn verheiratet? Ach so. Herzogin Bertha von Wilzenland? Naja. Wulfilde, komm Rinaldo, drück ab.
Felice wird ja unser. Was? Der ist Vasall. Und? Okay. Achso, Kroatien. Ich hatte jetzt gerade an Georgien gedacht. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Wir haben jetzt, ich sag mal, da haben wir doch was mit Hotters. So. Dann müssen wir da nämlich. Wonderful. Was könnten. Hedwig. Hedwig heiratet Rinaldo. Ja, das war ja unsere Absicht, dass wir unser Mündel zur zukünftigen Königin von Georgien machen. Kroatien. Machen. Wieso verwechsel ich eigentlich immer Georgien und Kroatien hier heute? Was ist da los mit mir? So, wir sind wieder fit. Das ist wundervoll, denn. Sag mal. Ah, sehr schön. Nee. Okay. Ja, wir nehmen Ingaldir an unseren Hof auf. So ist es nicht. Auch wenn er nichts kann, aber wir nehmen ihn. Was ist hier los? Königin Constanza starb unter mysteriösen Umständen. Aber immerhin, Prinz Umberto. Was haben wir denn hier? Das Loch, das meine Enkelin Constanza in meinem Herzen hinterließ, als sie starb, klafft weiter. Es wird jedes Mal aufs Neue aufgerissen, wenn ich an ihren üblen Mörder denke und an die Gerechtigkeit, die immer noch darauf wartet, dass sie geübt wird. Tag für Tag beherrscht die grausame Logik der Rache mein Denken. Weiter genährt durch allnächtliche, unruhige Träume, in denen ich Leonard und das gesamte Haus Genf von derselben Trauer gepackt und geschüttelt sehe, wie sie meine Familie erleidet. So, wir starten auf unsere alten Tage. Nochmal eine Fehde. Und ich sehe gerade, wir haben eigentlich genug Prestige, um diese elendige Nachfolgediskussion im Heiligen Römischen Reich zu beenden. Was haltet ihr davon? Essowen, bitte, danke. So. Ein selbstloser Regent. Ja, Prinzessin Edda ist es doch. Prinzessin Edda ist doch ein selbstloser, eine selbstlose Regentin. Achso, warte mal. Was nun noch? Nee. Ach ja, wir führen eine Fehde mit denen. Ich denke, wir starten mit einem Mordkomplott gegen König Leonhard. Komplott unterstützen, please. Nunzia. Ja, Kriegstengist.
So, wir kennen jetzt das Bankwesen. Was bringt uns das denn? Was bringt uns das Bankwesen? Entwicklungszuwachs plus 10%. Wonderful. So, wir können den Ratsspitzel von ihm einladen. Das tun wir auch. Und damit haben wir eigentlich das Max. Sehr gut. Sehr, 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 sehr schön. Wir sorgen also dann damit dafür, dass wir das, dass wir die hier wegnütscheln. Dann gibt es eine Pernell, ein Dauphin Anson gibt es noch und einen Suffraganbischof Rubin. Wir könnten den Papst um Ansprüche bitten. Aber brauchen wir nicht. Wir sind Kaiser vom Heiligen Römischen Reich und Kaiser von Italien. Wir brauchen nicht noch mehr. Leonide ist tot. Sie hatte einen tödlichen Schlaganfall. So, dann kann er die heiraten. Na? Oh, mal gucken, was die Mongolen so machen. Das ist das mongolische Imperium. Er führt aktuell einen Krieg, der in 35.000 Mann haben die. Wir sind bei 41. Und wir werden noch mal ich würde sagen, our army shall be mighty. Na? Als die Sonne untergeht, blicke ich von meinem Quartier aus über die Ebenen von Rom. In der Ferne durchquert eine Gruppe von Reisenden das grasbewachsene Land, das sich vor ihnen ausbreitet. Als ich genauer hinsehe, erkenne ich, dass die Gruppe niemand Geringeres als Herzog Barral mit seinem Gefolge ist. Ich beobachte ihre Bewegungen nur beiläufig, schaue aber instinktiv hin, als sich eine Gruppe Reiter rasch nähert. Sie zücken ihre Waffen. Die Reisen werden eindeutig auf meinem Land überfallen. Bist du denn an diesen Titel gekommen? Habe ich dir gegeben? Warum habe ich ihn dir gegeben? Ach, deswegen habe ich ihn dir gegeben. Okay. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Gut, ich nehme aber auch in der Regel nur einmal die Woche auf. Ich sage, das würde jeder gute Katholik tun. Die Banditen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ich führe unsere besten Krieger in die Schlacht vor Rom. Und wir schneiden uns durch die Gegner wie durch Butter in einem heißen Sommertag. Herzog Barral beobachtet uns genauestens, während wir die Banditen bekämpfen. Und beruhigt sich schließlich ein wenig, als klar wird, dass wir freundliche Absichten haben. Sobald die Angreifer in die Flucht geschlagen wurden, kehre ich zu Barral zurück, der sich in unserer Gegenwart nun wohler zu fühlen scheint. Mein Freund, ich danke euch, dass ihr uns in unserer Not geholfen habt.
Das Land ist wieder sicher. Das Land ist wieder sicher. So, jetzt habe ich hier aber noch. Warte mal. Sekunde. Ich habe noch nicht. Warte mal. Hä? Was fehlt denn noch? Das hier. Okay. Ich würde sagen, wir gehen rein in diesen Krieg, oder? Wenn uns da nur noch dieses eine Herzogtum fehlt, das will ich haben. Das will ich haben, das ist mir egal. Giano, unser Enkel. Also er hätte theoretisch eine Wohlgestalt im Angebot. Ihr kannst eine Babenberger heiraten. Ist okay. Wir halten da jetzt auch gleich mal voll rein in den Lachs. Ach, ich hätte nur noch Gefangene im Kerker. Okay. So. Wir ziehen einmal hier hin. Und ich würde sagen, das ist erst der Anfang. Und ich gratuliere im Übrigen König Umberto aus dem Haus Canossa dazu, dass er jetzt König von Burgund ist. So, wir machen natürlich mit dem Hausoberhaupt Dauphin Ozon weiter. Ist ja ganz klar, ne? Wir nehmen den hier dazu. Und wir nehmen den auch dazu. Damit haben wir eigentlich dann alles durch. Ich bin noch nicht fertig mit denen. Es steht ja quasi erst 1-1. So. Ihr bekommt den da als Anführer. Mit denen ziehe ich dahin. Und was haben wir denn hier? Während ich im Bett liege, niedergestreckt von meiner Krankheit und meinem schwachen, versagenden Leib verfluchend, kann ich die menschliche Gestalt, die sich mir nähert, kaum erkennen. Ihre langsamen Schritte und das schwer auf uns lastende Schweigen machen mir langsam Angst. Sie ahnt wohl mein Unwohlsein, ob der schwachen Laute, die aus meinem Mund dringen, und der zitternden Bewegung meiner Hand.
denn ihr Schritt beschleunigt sich und bald hält eine warme Hand die meine, während ich ein vertrautes Gesicht erkenne. Ruhig, Sebastiano, ich bin es nur, Margherita. Oh, wie sehr es mich schmerzt, euch so zu sehen. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, irgendetwas, um euer Leid zu lindern. Wir nehmen das hier mit. Ich sage, bitte bleibt bei mir. Ja, dann wird jetzt der unser Rivale. Wir sind doch schon längst beim Mordkomplott dabei. Spiel, bin ich schon wieder schneller als du, ja? Ist okay. So, was haben wir denn hier? Die geplante Kultivierung, gerne. Ja, dann verheiraten wir unsere Urenkelin. Ist auch okay. Ketzer, die Waldenser. Ruprecht der Vierte, der Feige. Na komm, wir machen den Fortschritt. Es. Giudita starb im Kindbett. Und das Kind mit ihr. Ja, wunderbar, du kannst die heiraten. Herzog Arnold von Geldern, okay. So, warte mal. Und du gibst mir jetzt mal meine Bliden mit 1, 2, 3, 4000. Na komm, machen wir die ein Ditch größer. So ist es nicht. Herzog Matthäus, du ziehst dann mit deiner Armee bitte dorthin. Gib mir mal die. Oh. Schmeiß noch mal 2000 Mann davon dazu. Und Doge Giordano übernimmt das Kommando über diese Armee. Da teilen wir noch mal welche ab. Nehmen hier Mikhail Petrikov. Auch wenn das ein ausgezeichneter Ritter ist, ist egal. Dann fällt er halt aus der anderen Armee raus. Ponce. Passt. Wonderful. Herzog Volkmar. Die schicken wir mal dahin. Und hier nehmen wir Dettrich. Und der kann dahin marschieren. Wer bist du denn? Was?
Sag mal, wieso kriegt der ein Bistum? Der ist verheiratet und hat drei Kinder. Ich bin verwirrt. Hier bitte, heirate Adela. Was haben wir denn da? Baupläne vom Anwesen des Dauphins. Natürlich nehmen wir den Fortschritt mit. Wonderful, I guess. Wonderful. Was? Halt. Maddalena di Canossa, unsere Enkeltochter, braucht einen Vormund. Jawohl, das passt auch sehr gut. Und Lucchino hätten wir hier noch. Lucchino, der irgendwann mal Graf von Pietrasanta werden soll, der braucht auch einen Vormund. Das kann Aldonza machen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Und jetzt gucken wir mal. Zack, passt. Da wird gar nicht mehr großartig geguckt. Nein. Wir nehmen einfach ganz pauschal das, was am besten passt. Mist, Aldonza war doch Vormund von zwei Kindern. Hier, Prinz Ottone. So, wir marschieren darüber in der Hoffnung, dass wir dann da auch noch mal entsprechend ja genug Druck drauf bringen können quasi mit der Schlacht. Jawohl, da haben wir sie. Und das war's. Wir erzwingen die Forderungen. Und können zum Abschluss dieser Folge Italien vereinen. Seit dem Fall Westroms war die italienische Halbinsel aufgeteilt unter aufständischen Stadtstaaten, gierigen Bischöfen und barbarischen Eroberern. Doch unter der Herrschaft meiner Dynastie hat Italien es geschafft, die eitlen Streitereien beizulegen und wieder als Ganzes aufzuerstehen. Als dominante Macht im Westen. Wir sind nicht länger Beute, die sich die Franken und Griechen aufteilen,
oder über die Piraten oder barbarische Thronheuräuber herfallen können. Von diesem Tag an werden wir uns unseren Platz als Erben des Römischen Reiches zurückholen. So. Das heißt, wir haben einen Legendensamen, der wahre Heldenmut von Italien. Also alle unsere Kulturen entdecken diverse Dinge. So, und wir haben damit auch die Pikinierkontrollen Kolonnen bekommen und können damit uns dem Thema Windmühlen widmen. Weil die Verstädterung, das wäre eigentlich für mich das nächste gewesen. Aber das kriegen wir sowieso in 8 Jahren, also nehmen wir das natürlich mit, ist ja klar, ne? Was für eine Legende könnten wir denn fördern? Nee. Wir werden tatsächlich noch einmal eine Legende an den Start bringen, nämlich diese hier. Der wahre Heldenmut von Italien. Preise mal in unserem eigenen Reich, das ist ja dezent groß. So, wir hätten jetzt die Möglichkeit, das Römische Reich wiederherzustellen. Was fehlt uns denn? Oh, ja, okay. Wir müssten uns also nochmal ein bisschen weiter Richtung Osten bewegen. Wir würden dann damit das Heilige Römische Reich und das Kaiserreich von Italien vernichten. Und es wäre das Römische Reich, was wir hätten. Also wir können es einmal machen fürs Kaiserreich mit der Titelgeschichte Italien, okay. Nice. Und wir könnten dann auch irgendwann vielleicht das große Schisma heilen. Das wäre auch noch eine Idee. Vielleicht machen wir das auch noch in diesem Let's Play. Aber für heute machen wir erstmal gar nichts mehr, denn wir sind am Ende. Also, ihr Lieben, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.